Hallihallo meine lieben Gamer, heute zeige ich euch, wie man den Pyramidenmann besiegt. Beziehungsweise besiegen ist der falsche Begriff, man kann ihn nicht besiegen, ihr könnt so viel schießen wie ihr wollt, ihr macht damit überhaupt keinen Schaden. Versucht es erst gar nicht. Also Leute, bitte nicht schießen, ne? Ihr verschwendet Munition. Also hier geht es darum, einfach nur Zeit totzuschlagen. Wer das Original gespielt hat, der weiß das noch. Ja, ist ziemlich fies, wenn man es nicht weiß. Leute, nicht schießen. Wirklich einfach nur Zeit totschlagen nach einer gewissen Zeit, wenn ja diese ganzen Kästen kaputt sind, haut er ab. Ja, also man hat hier die erste Phase, läuft er noch relativ langsam. Wir können schön gemütlich um die Kästen umherlaufen. Und ab der zweiten Phase, das seht ihr gleich, wird er schneller und haut die Kästen auch kaputt. Und dann wird es schwieriger auszuweichen. Kleine Korrektur, das hat mit den Kästen gar nichts zu tun, sondern ihr müsst einfach nur so circa 2 Minuten 30 überstehen. Na, 2 Minuten 30 sollte er abhauen. So, und jetzt beginnt die zweite Phase. Ihr werdet sehen, er wird an Tempo zulegen. Attention.